Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 4.5 Funktionsanalyse Nachweis von Eigenschaften, dieses Mal mit GTR. Bevor wir mit Aufgaben loslegen, überlegen wir uns mal die Bedeutung von Funktionstermen. Und zwar haben wir in der Aufgabenstellung oft f von x gegeben oder h von x oder g von x, irgendeinen Funktionsterm. Gut, und bevor man irgendwas macht in dieser Funktion, irgendwelche Teile bearbeitet von a, b, c oder d, sollte man sich erstmal Gedanken darüber machen, was bedeutet eigentlich die Ableitung dieses Funktionsterms und die Stammfunktion dieses Funktionsterms? Denn meistens sind, wenn man diese beiden Sachen weiß, so ziemlich alle Fragen abgedeckt, die im Lauf der kommenden Aufgabenteile B, C und D und so weiter auftauchen. Fangen wir mal an. Verkaufszahlen in Woche X. Die Ableitung in dem Fall ist die Änderungsrate der Verkaufszahlen. Und die Stammfunktion ist hier die Gesamtanzahl der verkauften Geräte nach Woche X. Zweites Beispiel. Wir haben die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs zum Zeitpunkt X. Naja, die Ableitung davon ist nichts anderes als die Beschleunigung zum Zeitpunkt X. Und die Stammfunktion wird nichts anderes als die zurückgelegte Strecke zum Zeitpunkt X. Drittes Beispiel. Wir haben als Funktion f von x die Zuflussrate in ein Behältnis zum Zeitpunkt X. Na gut, dann ist die Ableitung wieder nichts anderes als die Änderung der Zuflussrate zum Zeitpunkt X. Und die Stammfunktion ist nichts anderes als das Volumen in diesem Behältnis zum Zeitpunkt X. Viertes Beispiel. Wir haben als Funktion gegeben die Wachstumsrate oder die Wachstumsgeschwindigkeit einer Pflanze in Woche X. Was ist dann die Ableitung? Naja, das ist wieder nichts anderes als die Änderung der Wachstumsrate. Und die Stammfunktion ist nichts anderes als die aktuelle Höhe der Pflanze nach X Wochen. So, wir wollen das Ganze aber nicht von Hand berechnen, sondern natürlich mit dem GTR. Und wir gucken uns das erste Beispiel mal an. Verkaufszahl in Woche X. Rechts im GTR haben wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel könnte sein, die Funktion steht in der Aufgabe, so viel Geräte werden in Woche X verkauft. Gut, jetzt wissen wir, f' von x wäre, wenn von der Änderungsrate der Verkaufszahlen die Rede ist, zum Beispiel in Aufgabenteil B. Jetzt wollen wir mal die Änderungsrate der Verkaufszahlen auch im GTR uns Funktion anzeigen lassen. Die jetzt von Hand abzuleiten, wäre jetzt Quatsch, das ist eine GTR-Aufgabe. Was machen wir da? Ja, ihr habt das auch schon öfters gemacht, wir drücken auf Option, dann auf Calculus, f2. Dann die Ableitung f1, hier machen wir y1 und dann können wir direkt Enter machen. So, und jetzt zeichnen wir das Ganze mal. Wir haben die vor Windows schon gut gewählt, das muss man natürlich hier auch noch machen. Gut, wir haben die eigentliche Funktion f von x und wir haben die Änderungsrate der Verkaufszahlen f' von x hier. Okay, soweit klar, gehen wir mal zurück. Hier ist aber noch von einer dritten Funktion die Rede, nämlich die Stammfunktion. Wie machen wir die denn im GTR? Das ist ein bisschen schwierig. Im GTR kann man nicht einfach eintippen, die Stammfunktion groß f von x. Aber man kann das Integral berechnen. Und zwar kann man auf Option gehen, auch wieder Calculus, f2. Dann hier ist Integral, f3. Dann tippt man hier auch ein, das Integral von der Funktion y1. Die Grenzen sind hier wichtig. Wir integrieren nämlich von 0 bis zu der x-ten Woche, also bis x. Okay. Dann drücken wir auf Enter und auch diese Funktion können wir zeichnen. Die erste, die zweite, das ist die Ableitung und jetzt kommt als drittes diese Integralfunktion. Sehen wir hier, das sind wirklich die verkauften Geräte nach x Wochen. Jetzt habe ich aber hier ein Problem. Jetzt haben wir im GTR das Integral berechnet. Hier steht groß f von x. Wie hängt denn das zusammen, Herr Thein? Wir haben gerade eben im GTR Folgendes berechnet, und zwar das Integral von 0 bis x, f von x, dx. Wie hängt das denn jetzt mit der Stammfunktion hier zusammen? Wenn wir das Integral berechnen, haben wir immer berechnet groß f von x minus f von 0. Also wir haben die Stammfunktion gebildet und haben die Grenzen eingesetzt. Okay, das heißt aber, das, was wir hier drüben im GTR gemacht haben, ist gar nicht groß f von x, sondern es ist f von x minus f von 0. Das heißt, das müssen wir noch korrigieren. Richtig, und das können wir hier auch korrigieren, indem wir sagen, wir tippen im GTR das Integral ein plus noch f von 0. Aha. Denn wenn wir das machen, verrechnet sich es mit dem minus f von 0 und es bleibt einfach f von x übrig. So sieht das Ganze dann aus. Und woher weiß ich denn jetzt das, was ich theoretisch hier hinten noch mit hinzuschreiben müsste? Ja, dieses groß f von 0 müsste immer in der Aufgabenstellung gegeben sein. Oft ist es 0, dann wird in der Aufgabenstellung nicht gesprochen davon. Und dann wäre das hier von Anfang an so auch in Ordnung.
Gut, jetzt kommt noch ein anderer Aspekt, den wir uns überlegen müssen, und zwar nicht immer wird es so sein, dass die Funktion in der Aufgabenstellung gegeben ist, unbedingt aus diesem Bereich hier stammt. Oft ist nämlich am Anfang der Bestand, also die linke Seite hier, gegeben und das wird als klein f von x bezeichnet. So sieht das Ganze dann aus. Die in der Aufgabenstellung gegebene Funktion f von x bezieht sich also auf den Bestand. Und die Änderung des Bestandes ist dann die Ableitung, also f' von x. Und die Änderung dieser Änderung ist dann die zweite Ableitung, also f' von x. Vorteil also, wenn diese Version an Aufgabe gegeben ist, dann braucht ihr die Stammfunktion und das Integral gar nicht am GTR, denn die beiden Ableitungen, das kann man ja so wie hier oben direkt machen. Meist werden die Aufgabenstellungen noch einen dieser beiden Typen sein, deswegen kann man das eine mal als Typ 1 bezeichnen und das andere als Typ 2. Seltenen Fällen kann es nochmal anders sein, aber meist ist es so. Gut, wir schauen uns jetzt noch ein paar Aufgaben an, wo wir dieses neu strukturierte Wissen sozusagen mal anwenden können. Wir kommen direkt zur Aufgabe 1. Diese Aufgabe ist ein Auszug aus eurem Lammacher Schweizer von Seite 142, Nummer 5. Und zwar geht es um einen Skateboardfahrer, der fährt über einen Wall. Der Wall ist hier dargestellt, der im Querschnitt durch den Graph der Funktion mit f von x, diesem Funktionskern, zwischen den Schnittpunkten mit der x-Achse modelliert werden kann. Gut, bevor wir uns überhaupt irgendwelche Gedanken jetzt über die Teilaufgaben A, B oder C machen, überlegen wir uns einfach mal das Folgende. Gegeben ist wieder standardmäßig die Funktion f von x. Ihr überlegt euch jetzt mal, was für Bedeutungen haben die anderen drei Funktionstypen, über die wir vorhin gesprochen haben? Machen die Sinn, machen die keinen Sinn? Und schreibt vielleicht erstmal kurz hin, was sagen die über den Wall aus? Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So. F von x ist natürlich der Verlauf des Walls. Entsprechend ist die Stammfunktion, die ja das Integral macht, und Integral erinnern wir uns, war manchmal auch definiert als die Fläche unter einer Funktion, ist es eben die Querschnittsfläche des Walls, also diese Fläche hier. F' von x beschreibt, wie steil der Wall ist, also die Steigung des Walls. Und entsprechend kann man über f2' von x reden als die Änderung der Steigung des Walls. Wir sehen also hier im Gegensatz zu vorhin, wo wir nur entweder die drei oder die drei hatten, dass wir dieses Mal alle vier Funktionen haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Und jetzt schauen wir mal in den einzelnen Aufgabenteilen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Gut, Aufgabenteil A könnt ihr direkt mal probieren. Und die Lösung dazu gibt es auch wieder in 3, 2, 1. Gut, in Aufgabe A ist nach der maximalen Höhe des Walls gesucht. Maximale Höhe, das heißt, wir brauchen den Verlauf des Walls. Also können wir einfach die Funktion mit dem Funktionskern nehmen und die mal im GTR zeichnen lassen. Wird Haben dort wir hier oben schon mal drüben vorbereitet. schon eingegeben. Wir haben das V-Window auch schon entsprechend angepasst. Könnt ihr mal ungefähr gucken, wie es grob ist, um an eurem GTR das auch zu überprüfen. Und die maximale Höhe, ja gut, Maximum von der Funktion, bestimmen wir wie? Ja, ganz einfach über Gsolve F5 und dann auf Maximum. Dann haben wir hier das Maximum. Das schreiben wir so auf. Ich habe die Funktion aufgeschrieben. Danach habe ich ein GTR benutzt, damit den Hochpunkt ausgerechnet. Wichtig, wir schreiben hin, von was wir den Hochpunkt ausrechnen? Von f von x. Und dann können wir den Antwortsatz auch direkt hinschreiben. Die maximale Höhe des Walls beträgt 0,8 Meter. Denn x und f von x sind im Meter angegeben. Ihr habt euch natürlich auch schon Gedanken gemacht über den zweiten Teil der Aufgabe, nämlich welche Länge hat der Wall. Auch das schauen wir uns mal im GTR an. Und zwar über Gsolve berechnen wir die Nullstellen der Funktion mit Rot. Kriegen da die erste, das war minus 4, gerundet 0,1. Und die zweite ist bei plus 4,01, schreiben wir auch auf. Die eine Nullstelle habe ich aufgeschrieben, die zweite Nullstelle auch wieder von f von x, wichtig. Und die Antwort ist dann, die Länge des Walls beträgt 8,02 Meter. Einfach der Abstand zwischen beiden Nullstellen. Gut, die B macht ihr wieder mal und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, bei der B ist das Volumen des Walls gefragt. Wir überlegen mal Volumen vom normalen Körper, was immer. Wir berechnen die Grundfläche und dann die Höhe und rechnen einfach Grundfläche mal Höhe. Gut, dafür können wir uns diesen Wall einfach gekippt vorstellen. Einfach mal so um 90 Grad gekippt. Dann wäre sozusagen unsere Querschnittsfläche entsprechend der Grundfläche. Und das T, was ja auch gegeben ist in der Aufgabe, das wäre dann die Höhe.
haben wir unten hingeschrieben, Volumen ist g mal t. Und die Querschnittsfläche, naja, das geht über die Stammfunktion, beziehungsweise in dem Fall das Integral. Und zwar als Grenzen die eben berechneten Schnittpunkte mit der x-Achse, nämlich von minus 4,01 bis plus 4,01. So, in der Einführung haben wir das im GTR so umgesetzt, dass wir die Integralfunktion auch wirklich gezeichnet haben. In vielen anderen Anwendungsaufgaben hier auch wäre das allerdings deutlich komplizierter, weil man sich auch mit den Grenzen Gedanken machen muss, als einfach das Folgende zu machen. Wir zeichnen die Funktion f von x. Und dann können wir einfach über gsolve und hier über dann f3 das Integral berechnen. Und zwar jetzt wirklich mit den Grenzen minus 4,01 bis 4,01. So, und erhalten direkt den Wert für unsere Querschnittsfläche. So, die Grundfläche schreiben wir auch auf. Gerundet mit dem GTR ist 3,59. Das Volumen, auch gerundet, haben wir berechnet. 3,59 mal 2,5 ist 8,975. Und als Antwortsatz können wir auch schreiben, das Volumen des Walls beträgt 8,975 Kubikmeter. Hier im Antwortsatz schreiben wir die Einheit dazu. Gut, kommen wir noch zur Aufgabenteil C. Die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. Okay, dieses Mal bei Aufgabe C geht es um die Steigung. Das heißt, das sehen wir schon recht deutlich, es geht um f' von x. Was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, wir suchen den Hochpunkt von f' von x. Da ist die Steigung maximal. Dafür haben wir f' von x gezeichnet, das Maximum bestimmt. Das liegt ungefähr bei minus 2,24. Insofern haben wir geschrieben, die Steigung des Walls ist bei x ungefähr minus 2,24 am größten. Das soweit zu dieser Aufgabe. Kommen wir zur Aufgabe 2. So, kommen wir zur Aufgabe 2. Wir machen es jetzt dieses Mal so. Wer von euch Zeit und Lust hat, kann die für sich auch wieder komplett durchrechnen. Wir werden euch gleich Aufgabenteil A bis C inklusive der Einstufung, was f von x, f' von x, f2' von x und die Stammfunktion bedeutet, zeigen. Etwas weniger ausführlich als gerade eben. Das heißt, ihr könnt euch entscheiden, rechnet ihr es selbst oder schaut euch direkt an, wie es geht. Die D machen wir aber etwas ausführlicher anschließend, denn da steckt ein kleines Problem drin, das ab und zu zur Falle werden kann. Also, die Lösung von A bis C gibt es in 3, 2, 1. So. Wir überlegen uns erstmal, was ist groß f von x, klein f von x, f' von x und f2' von x. F von x ist das, was im Text gegeben ist, die PFT-Konstellation im See. Groß f von x macht dann eigentlich keinen Sinn mehr, weil das ist der Bestand im See. F' von x ist die Änderung der Konstellation und f2' von x die Änderung der Konstellation im See. Ob wir das brauchen? Gut, Aufgabe A. Sollte skizziert werden? Die Skizze haben wir uns jetzt hier gespart. Ich denke, es ist allen klar, wie das funktioniert. Gefragt ist noch, nach welcher Zeit erreicht die Konzentration ihren höchsten Wert und wie groß ist dieser größte Wert? Ja, nimmt man die Funktion, bestimmt mit dem GTR den Hochpunkt und bekommt somit den höchsten Wert mit 203,94 Nanogramm pro Liter nach 2 Wochen. Bei der B, wann wurden die Tenside am stärksten abgebaut, braucht man die Änderung der Konzentration und davon den Minimalwert, also wir rechnen den Tiefpunkt im GTR aus, von K' von x. Immerhin schreiben, was gemeint ist. Jamin und die Antwort, nach 4 Wochen wurden die Tenside am stärksten abgebaut. Bei der C ging es darum, wie lange es dauert, bis der Wert wieder auf 100 Nanogramm pro Liter abgesunken ist. Und nimmt man wieder die eigentliche Funktion, überlegt sich, für welche x-Werte ist die 100. Wir kommen mit dem GTR 2. Der erste macht aber wenig Sinn, denn da steigt die Konzentration noch. Und das heißt, der Wann ist wieder 100 Nanogramm pro Liter erreicht. Und deswegen nimmt man dann sozusagen den x2-Wert mit nach 5,79 Wochen. Gut, dann kommen wir jetzt noch zur D. So, bei der D, welche PFT-Konzentration wird sich in diesem Modell auf lange Sicht einstellen? Belegen wir mal, auf lange Sicht heißt ja einen großen X-Wert, möglichst großen. Wir haben uns mal 70 einfach eingestellt und gucken mal, wenn wir Trace machen, f1, wie sich die Funktion verhält. Jetzt mal immer weiter. Okay, die Konzentration sinkt deutlich. Und sie geht nach 20 und... Zack, sie ist 20, die ganze Zeit bleibt wunderbar 20. Dann könnten wir jetzt ja einfach hinschreiben, GTR-Doppelpunkt, auf lange Sicht erhalten wir die Konzentration 20, siehe Graph-Menü GTR. Ja, leider ist das nicht so. Unser GTR, ja, der schummelt hier, der rechnet was Falsches, denn er nähert ja, er rundet. Die ist nicht 20, werdet ihr wahrscheinlich sehen. Auch wenn er hier die ganze Zeit 20 anzeigt. Sie ist nämlich in Wirklichkeit, verraten wir schon mal, die ganze Zeit ein bisschen leicht drüber.
Aber wenn sich der Graph einer Funktion auf die Dauer einem festen Wert sehr deutlich annähert, da hatten wir ein Thema jetzt in den letzten Stunden, wo wir das von Hand gerechnet haben. Und hier ist es auch so, den Nachweis, dass es wirklich gegen 20 geht, das müsst ihr von Hand machen. Probiert es mal, wir schauen es uns zusammen an in 3, 2, 1. So, wir schreiben die Funktion erstmal hin und überlegen uns, wenn x gegen unendlich strebt, 52 bleibt, dieses x strebt gegen unendlich, e hoch minus 0,5 mal unendlich, also e hoch minus unendlich, das hier strebt gegen 0. Wir haben Wir eins, das wissen gegen ja, 0 strebt, eins, das gegen unendlich strebt, aber e hoch x dominiert über x. also strebt diese ganze Funktion gegen 0 für x gegen unendlich. Das heißt, 20 bleibt noch übrig. Also kann man schreiben, k von x strebt gegen 20 für x strebt gegen unendlich. Wir können also aufschreiben, die Konzentration stellt sich auf lange Sicht auf den Wert 20 Nanogramm pro Liter ein. Gut, das war's für heute und solche Textaufgaben mit dieser Einstufung in verschiedene Funktionen, Ableitungen, zweite Ableitungen, Stammfunktionen machen wir mit euch auch zusammen im Unterricht. Bis dann! Tschüss!